Willkommen in der Sands in the Bay. Heute habe ich für euch Hasbros War for Cybertron Earthrise Commander Class Skylings. Werfen wir zunächst wie immer einen Blick auf die Box. Und das ist nicht wie sonst bei Earthrise oder auch bei Siege damals ein normaler Karton mit so einem Klarsichtfenster irgendwie drin, sondern wie bei der Commander Class üblich. Es ist zwar erst die zweite Figur dieser Größe, aber bei Jetfire war es auch schon so. Haben wir einen kompletten Karton und das ist sehr schön, denn dadurch kommt das Artwork unglaublich gut raus. Und das lohnt sich hier, denn das ist richtig geil geworden. Wir haben hier Skylings erstmal bestehend aus seinen beiden Komponenten, der Katze und dem Hühnchen, ich weiß es nicht. Und er kämpft hier den gerechten Weltraumkampf gegen die Coneheads, die hier überall sind. Hier unten haben wir Dirge, da haben wir Ramjet. Und hier auf der Seite haben wir auch noch Thrust. Das ist jetzt kein wirklicher Teaser oder kein wirklicher Spoiler mehr, dass wir die kriegen, ist sowieso schon klar. Thrust hat man, glaube ich, auch schon gesehen als Prototyp. Sehr, sehr schönes Bild. Also das ist wirklich toll. Ansonsten wirklich so matt bedruckter Karton, wirkt recht hochwertig. Ich finde ihn relativ schmal. Also als ich ihn das erste Mal in der Hand gehabt habe, dachte ich, okay, wie kriegt man da einen Skylings rein? Aber es funktioniert. Er ist dann so einzeln verpackt oder in seine Bestandteile zerlegt da drin und liegt auch tatsächlich nicht irgendwie in so einer Tiefziehpackung, sondern wir haben hier so eine Pappschale, ist das Ganze hier mit so Plastikbändern dann entsprechend festgemacht und so. Also ein bisschen weniger Plastik als sonst, das finde ich ganz schön. Hinten drauf haben wir die beiden oder haben wir die verschiedenen Modi, die er so mit sich bringt, wie wir das von den anderen Earthrise-Figuren auch kennen. Hier noch dieses schöne Artwork der Serie selber und hier noch, ja, wie gesagt, der Rest vom Weltraumcup. Also eine sehr, sehr schöne, gelungene Box, mag ich sehr, sehr gern. Kommen wir zum Zubehör. Einmal haben wir hier diese beiden, ich nenne es mal Waffen. Es hat unterschiedliche Funktionen in den einzelnen Skylinks-Modi, aber Waffe ist auch dabei. Von daher ist es okay. Wir haben weißes Plastik entsprechend hier schön veredelt mit der silbernen Farbe auf der Front. Und einmal hier um das Packhole. Das sieht sehr, sehr cool aus. Schöne Liniendetails, wie ich finde. Und ja, funktionieren für mich als Geschütze sehr, sehr gut. Hier vorne haben wir zwei Pins und die sind gedacht für die mannigfaltigen Blasteffekte, die dabei sind. Die sind ähnlich gemacht wie die von Jetfire. Das heißt, wir haben hier so ein flexibles Gummi, so ein halbtransparentes oranges Gummi in verschiedenen Ausbaustufen sozusagen von ganz, ganz groß bis ganz schmal. Und dann kann man sich halt das Ganze so zusammenbauen, wie man das möchte. Ich mag die Dinger sehr, sehr gerne. Ist fürs Display eine tolle Geschichte. Und man kann unglaublich viel bei Skylings damit machen. Wie genau das alles einzusetzen ist, zeige ich euch in dem jeweiligen Modus. Dann kommt auch Skylings mit seinem Teil dieser Galaxiekarte hier schon fertig ausgeschnitten. Und kann man dann kombinieren mit den anderen Galaxiekarten, die bei den übrigen Earthrise-Figuren dabei sind. Und es gibt auch hier wieder diese rote Folie, womit man dann hier irgendwo einen Planeten suchen kann. Ich packe das jetzt mal nicht aus. Für mich ist das Feature, ehrlich gesagt, nicht großartig spannend. Ich würde mal vermuten, dass das wahrscheinlich hier steht. Ich kann es jetzt aber hier durch die Folie nicht lesen. Ist aber nichtsdestotrotz ganz nett. Ich könnte mir vorstellen, wenn man vielleicht alle Kartenteile hat und klebt die dann irgendwie so einen Bilderrahmen oder so, wirklich wie so eine kleine alte Schatzkarte. Vielleicht funktioniert das, kann ich mir vorstellen. Ist aber maximal ein nettes Gimmick. Zum Schluss noch die Anleitung. Die ist gewohnt gut. Die war bei Earthrise bisher eigentlich immer gut. Alle Schritte sind schön beschrieben. Die Zubehörteile sind alle nochmal aufgeführt. Wir haben sämtliche Modi sind hier drin. Das ist hier Ausfalte. Das ist ein Riesenheft. Warum wir uns jetzt nicht alles im Detail angucken, aber funktioniert insgesamt für mich sehr, sehr gut und vor allem sind sämtliche Modi drin beschrieben, auch der Base Mode. Entgegen meiner Gewohnheiten fangen wir auch genau in diesem Modus an. So wird Skylings nicht geliefert. Skylings kommt quasi zweigeteilt, einmal als Shuttle und dann diese Transportbox unten drunter. Bisschen was muss man noch zusammenklippen. Aber ich wollte in dem Modus anfangen, weil er A für mich der uninteressanteste Modus ist und weil wir uns da schön durchverwandeln können und sag mal das große Finale, nämlich den Combiner-Modus, können wir uns dann bis zum Schluss aufheben. Diese beiden Waffenteile kommen entsprechend hier noch als Geschütze mit dran und dann hat man den Base-Mode komplett. Ich finde den per se, ich mag Base-Modes nicht so sonderlich gerne, außer jetzt bei den Figuren, wo es halt ursprünglich mal dabei gedacht war, sprich Fortress Maximus, Metroplex und wie die ganzen Titanen alle so heißen. Aber das funktioniert für mich ganz gut, denn es ist diese Raketenabschussbasis für das Space Shuttle, das ist per se sehr logisch. Vom Aufbau ist es recht vergleichbar mit anderen Base-Modi, also recht ausladend in die Breite, immer irgendwelche Straßen mit eingebaut. Ne? Hier könnt ihr dann diese kleinen Micromaster-Basen, hier Ironworks und Airwave, der jetzt noch rauskommt, könnt ihr dann hier entsprechend damit konnektieren. Das ist ganz cool gemacht und hier ist auch tatsächlich so, dass die Gelenke alle mal so fest sind, dass das auch funktionieren kann. Das hat mich bei Ironworks damals ja so ein bisschen gestört. Und somit funktioniert das für mich ganz gut. Ihr könnt zum Beispiel, ihr könnt jetzt hier diese Waffeneffekte, könntet ihr jetzt hier einfach auf die Pack stecken, ne? Wenn ihr so im Verteidigungsmodus hier irgendwas am Abschießen seid. Das ist ganz nett. Ich finde, was man bei dem Shuttle auch schön gemacht hat, das gucken wir uns aber gleich nochmal an, ist hier mit diesen goldenen Inhalten, dass das ein bisschen spannender ist. Viel mehr ist an diesem Base-Mode nicht dran. Ich finde alles in allem, aber so zum Einstieg, zum langsam warm werden, finde ich ihn ganz cool. Für die Verwandlung zum Space Shuttle nehmt ihr das Shuttle ab und seid fertig.
Das war es tatsächlich schon. Und dann habt ihr hier euer Space Shuttle. Wir packen mal kurz den Basisteil an die Seite. Und dann nehmen wir uns mal das Space Shuttle etwas genauer vor. Also ihr seht, es ist relativ groß, wie die ganze Figur recht groß ist, was ja bei Commander Class auch zu erwarten war. Natürlich ist Skylink immer ein bisschen schwierig zu machen, weil er eigentlich streng genommen immer noch zu klein ist. Space Shuttle ist natürlich ein riesiger Alt Mode, aber funktioniert für mich hier alles in allem ganz gut. Ich finde, man hat ein paar schöne, liebevolle Details eingebaut. Was ich erstmal cool finde, es ist relativ abgeschlossen. Man sieht so jetzt erstmal von Skylinks nichts. Es ist ein überzeugendes Space Shuttle. Man hat sich auch noch ein bisschen lizenzierte Unterstützung geholt hier mit der NASA, was ich persönlich großartig finde. Diese Shuttle hat einen Namen, und zwar ist das die Magnificence. Und das ist für Skylinks ein absolut großartiger Name. Sehr, sehr geiler Nod in Richtung des klassischen Skylinks G1-Charakters cool gemacht. Und ansonsten ein paar schöne Details, erstmal schöne Liniendetails, nicht hier mit diesen ganzen kleinen Kläppchen und Linien. Hier vorne haben wir diese ganzen technischen Details, das sieht cool aus. Auch selbst hier auf der Unterseite diese kleinen Kacheln, das ist mit drauf. Das sieht wirklich cool aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch Bemalung hat man einiges drauf. Wir haben erstmal hier vorne, klar, sehr präsent die goldenen Fenster, den goldenen Streifen und die goldene Heckfinne. Was erst auf den zweiten Blick auffällt, dass es nicht alles weißes Plastik ist, sondern wir haben hier diese lichtgrau abgesetzten Streifen an den Flügeln. Das haben wir auch hier vorne entsprechend nochmal drauf. Macht das Ganze ein bisschen interessanter und finde ich gut gelungen. Wir haben hinten in Gunmetal die Triebwerke. Ne, auch die bieten sich natürlich an, da jetzt hier, keine Ahnung, wenn man das Space Shuttle fliegen, wir machen jetzt mal nur eins, ne, könnt ihr aber wirklich in jedes Triebwerk, könnt ihr entsprechend was machen, und ihr habt auf jeden Fall auch genug Effekte dabei. Ich glaube, es sind sogar tatsächlich 5 oder 6 Stück, um jedes einzelne Triebwerk zu versorgen. Das finde ich ganz nice. Ansonsten haben wir hier gold bedruckt oder mit goldenem Rand bedruckt die Autobot-Symbole. Auch das ist so ein schönes Skylinks-Ding. Gefällt mir also insgesamt sehr, sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, das ist allerdings, werfe ich der Figur an sich nicht vor, das ist ein Qualitätskontrollproblem bei Hasbro, ist dieser, die sind diese gelben Schlieren hier auf dem weißen Plastik. Kevin von TF Robots hat schon oder sorgt schon dafür, dass ich einen Ersatz Skylinks bekomme. Das geht also als reklamiertes Produkt zurück. Es ist für mich auch nicht so, sag mal, nicht so ein vergilbtes Teil, wie ich damals das bei Earthrise Starscream hatte, sondern es sieht eher so aus, als wäre hier irgendwie ein bisschen mit der goldenen Farbe rumgesaut worden. Auf jeden Fall sieht es nicht gut aus, und das darf bei einem neuen Produkt für 100 Euro, darf das eigentlich so nicht passieren. Fehler passieren, aber die Frage ist natürlich jetzt, wie damit umgegangen wird. Kevin wird das für mich klären. Ich hoffe, dass Kevin für sich auch klären kann und er am Ende nicht drauf sitzen bleibt. Ansonsten ein sehr, sehr schönes Space Shuttle, gefällt mir gut. Und ihr habt am Ende auch noch ein Gimmick, was natürlich bei keinem Shuttle fehlen darf, und zwar die Fahrwerke. Die klappt ihr einfach hier unten raus. Einfach ist einfach gesagt. So. Und dann habt ihr das ganze Ding hier, und zum Beweis, es rollt per se auch. Jetzt rollen Plastikreifen hier auf meiner Holzplatte nicht wirklich gut, aber funktioniert für mich definitiv der Modus. Cool gemacht. Die Verwandlung in den Transportcontainer beginnt damit, dass ihr diese Rampe zusammenschiebt, runterdrückt und diese Rampe hier unten zusammenklappt und hier versenkt. Zieht die beiden Waffen jeweils von den Füßen und klappt hier unten diese beiden Klappen entsprechend dran. Die Standfüße außen hier bringt ihr entsprechend nach innen und bringt dann die beiden Seitenteile in der Mitte zusammen und rastet sie ein. Dreht die Arme um 180 Grad, drückt hier das Gelenk zusammen, bringt die Arme ein kleines Stück raus, dreht sie nach hinten, schwingt den Fuß hier einmal 180 Grad rum und arretiert dann den Arm hier an der Seite an diesem Stift. Bringt die Hinterbeine um 90 Grad nach vorne, klappt den Fuß auf das Schienbein, bringt das Bein nach oben, lockt es hier an der Seite ein, und das war's. So sieht dann die Transportbox aus. Zu den ganzen Details und so weiter sage ich jetzt gar nichts. Die gucken wir uns im Katzenmodus gleich nochmal vernünftig an. Was aber natürlich wir wissen wollen, diese Transportbox macht hier nur dann wirklich Sinn, wenn man auch das Shuttle dazu hat. Und diese Kombination ist leider nicht ganz einfach. Wir haben hier dieses Dreieck und hier hinten einen Haken. Und den da einzuhaken ist leider wirklich nur mit viel Kraft machbar. Und ihr müsst parallel, beziehungsweise müsst es hinten einhaken, ein bisschen runterdrücken. Und dann habt ihr hier vorne diesen Haken, der legt sich hier rein. Und das ist, funktioniert nicht immer gleich beim ersten Anlauf. Ich bin mal gespannt, wie es heute funktioniert. So rein und dann das Ganze hier vorne runterdrücken, bis es reinspringt. Und ihr seht, ne, hier hinten hat es nicht gegriffen. Und das hinzukriegen, dass das greift, ist ein bisschen Glücksspiel. Und das nervt, ehrlich gesagt. Zack, hat schon wieder nicht funktioniert. Also da hätte man sich definitiv ein leicht gängigeres System überlegen müssen. Meines Erachtens, jetzt hat es geklappt. Jetzt ist mir allerdings das Shuttle halb auseinandergefallen. Gehst du da wieder rein, du Flügel. So, und dann haben wir hier den kombinierten Shuttle-Modus
von Skylynx. Und das funktioniert so gut, wie das halt funktionieren kann. Vieles bei Skylynx, ich werde mich da vielleicht jetzt im Laufe des Reviews ein bisschen wiederholen, ist natürlich designtechnisch total Geschmackssache. Also was immer die geraucht haben, als sie damals diese Figur designt haben oder diesen Charakter. Ich hätte manchmal auch gern was davon, gerade in der heutigen Zeit. Aber man hat es hier, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Die Verbindung ist, wenn sie einmal passt, ist die bombenfest. Er hat sogar, ne, er rollt hier entsprechend, weil hier, ne, sind so kleine Plastikrollen hier und hier. Das funktioniert wunderbar. Und was auch funktioniert, ich hatte mich am Anfang ein bisschen gestört, weil es gibt hier hinten ist diese Klappe, das ist die, die wir aus dem Basismodus kennen. Die geht eigentlich ja auf, wie so eine Einladerampe. Leider geht die so in diesem Modus nicht auf, ohne das Shuttle abzunehmen. Außer vielleicht haben wir noch eine kleine Chance, dass ich mit dem Spudger vielleicht da drunter komme. Jawohl, das funktioniert immerhin. Und dann könnt ihr hier wirklich so eine Laderampe machen. Das finde ich cool. Hier ist auch genug Platz drin. Ich habe jetzt gerade keinen... Mangels Micromaster schmeiße ich jetzt hier mal eine Mask-Figur rein. Also die könnt ihr auch wirklich da verstauen und das Ganze hier auch wieder schließen. Es gibt aber noch eine zweite Klappe, denn ihr könnt auch die Rampe sozusagen aus dem Basismodus könnt ihr benutzen. Da kommt man ein bisschen leichter dran. Die öffnet ihr hier und siehe da, da kommt die Figur wieder raus. Und das ist so als Laderampe jetzt hier in der Variante natürlich nicht so sinnvoll, weil dem, wo er dann unten steht, ist es weg. Aber nachher dann im richtig kombinierten Skylynx-Modus kann man auch diese Variante nutzen. Also ein bisschen Spielfaktor auf jeden Fall noch mit dabei. Der Modus funktioniert für mich ganz gut. Das Einzige, was mich optisch ein bisschen stört, ist, dass das hier so überhängt. Die Arretierung ist auch nicht so super, super toll. Immerhin sind die Gelenke so fest, dass da nichts rumschlappert. Das ist optisch ein kleiner Störfaktor. Ansonsten bin ich damit vollkommen einverstanden. Schauen wir uns als nächstes die Katze an. Dafür trennen wir erstmal das Shuttle, den wir hier vorne diesen Hebel ziehen und das Ganze einfach nach oben wegnehmen. Das geht wunderbar einfach. Dann lösen wir hier hinten die Beine aus der Arretierung an der Seite, bringen die erstmal 90 Grad runter. Das gleiche gilt für die Arme hier vorne. Und das Ganze ist jetzt wirklich super intuitiv. Ihr klappt die Füße hier nach hinten raus, macht hier genau das Gleiche. Könnt ihr diese Gelenke noch benutzen, wenn ihr das möchtet. Öffnet hier diese Klappe, bringt den Kopf auf diesem Gelenk voll nach außen, schließt die Klappe wieder und habt hier hinten eigentlich dann nur noch die beiden roten Schwanzteile, die ihr ausklappt. Eins, zwei und das war's. Und so sieht der untere Teil, der Katzenteil von Skylynx dann entsprechend aus. Ich finde ihn okay, er ist ein bisschen sehr blockig, es ist halt wirklich so ein Backstein. Also wir haben hier keinerlei ausmodellierten Teile für eine Katze. Es ist einfach im Prinzip nur ein blauer Quader mit Beinen dran und einem goldenen Kopf. Aber ganz ehrlich, viel mehr war Skylynx auch nie. Und man hat da, wo man konnte, finde ich, hat man mit relativ viel Liebe gearbeitet, vor allem im Bereich der Bemalung, finde ich, hat man sich fast für Hasbro-Verhältnisse selbst übertroffen. Wir haben jetzt einmal hier den Kopf. Bei dem Kopf bin ich mir nicht ganz sicher, ob es goldenes Plastik ist oder gold bemalt. Ich vermute fast, wenn ich da so reingucke, es ist goldenes Plastik. Ob da Goldplastik-Syndrom irgendwann mal zum Tragen kommt, kann ich also jetzt nicht sagen. Ist nicht auszuschließen. Andererseits sind jetzt nicht so viele bewegliche Teile dran. Es klickt nichts und so. Ich denke, da wird nichts passieren. Autobot-Symbol gedruckt, blau bemalt die Augen. Das sieht alles cool aus. Hier drinnen haben wir diese kleine Waffe und auch da könnt ihr entsprechend euch wieder einen eurer Blast-Effekte, ne, schnappen und dann spuckt ihr hier Feuer. Ich weiß nicht, wie viele Blast-Effekte der halten kann hier. Ja, hier geht es sogar. Das Hühnchen hält nicht ganz so viel, aber das funktioniert definitiv auch. Ansonsten haben wir sehr viele schöne Farbdetails hier. Silber vorne auf der Schulter, das hier ist Gunmetal bemalt. Dieser ganze Rücken hier, das ist alles Farbe, sehr, sehr cool. Die roten Streifen hier an der Seite sind bemalt. Die silbernen Details hier in den Schultern. Die Gunmetal-Akzente hier in der Mitte. Auf den Füßen die Ketten sind, soweit ich das sagen kann, wahrscheinlich auch bemalt. Und hier nochmal rote Streifen. Die Schwänze entsprechend dann nur rotes Plastik. Aber ich finde, man hat ein paar schöne Farbdetails gemacht und er ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und von daher ist er zwar ein bisschen sehr quadratisch, vielleicht ein bisschen lieblos, was das eigentliche Design angeht, aber die Farbe gefällt mir richtig gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Beweglichkeit. Denn ihr könnt hiermit unglaublich viel machen. Ihr habt erstmal hier vorne, die Beine gehen fast 90 Grad raus. Das ist schon mal sehr cool. Ihr habt hier dieses Butterfly-Gelenk, wodurch er ein bisschen breiter steht. Das finde ich eigentlich auch ganz nice. Ihr seht, ihr hört vielmehr, es sind überall Ratschen drin. Die hören sich ein bisschen billig an. Das ist also alles, sind alles Plastikratschen, teilweise etwas inkonsistent. Hier geht es noch. Das ist aber alles so ein bisschen wie bei dem Commander Class Jetfire auch. Dann haben wir hier zusätzlich noch ein Gelenk. Ich glaube, hier ist es sogar, wenn ich es richtig erinnere, ein Doppelgelenk. Also hier könnt ihr alles rausholen, was ihr wollt. Könnt den Fuß hier entsprechend rotieren, könnt den Fuß hier nach oben klappen, nach hinten klappen, könnt die Füße sogar ausstellen, was ich super geil finde, denn dadurch kommt natürlich dieses Gelenk auch erst wirklich zum Tragen. Das ist super. Hinten habt ihr quasi die gleichen Möglichkeiten, ne? Alles
mit Ratschen versehen. Auch hier Doppelgelenk am Knie. Na, das zweite ist ein bisschen schwer zu aktivieren, aber ist auch definitiv vorhanden. Der Fuß auf einer Ratsche und auch diese Füße sind ausstellbar. Das ist cool. Mit den Schwänzen könnt ihr leider nicht viel machen. Könnt ihr runterhängen lassen, wenn ihr einen traurigen Tag hat. Aber ansonsten geht da nicht mehr großartig was. Und dann haben wir noch den Kopf. Maul hatte ich euch schon gezeigt. Der Kopf selber lässt sich erstmal in sich drehen. Ne? Wenn er so ein bisschen verwirrt gucken will, ist das ganz cool. Der Kopf geht an sich hier. Haben wir ein Doppelgelenk. Hier hinten ist ein Scharnier und hier vorne ist nochmal entsprechende Kugel drauf. Dadurch kriegt ihr Blicke in beide Richtungen wirklich gut hin. Das Ding könnt ihr nicht mehr nach oben unten. Das ist jetzt durch die Klappe blockiert. Könnt es aber hier noch ein bisschen nach links und rechts bewegen. Das ist das Einzige, wo ich gerne ein bisschen mehr gehabt hätte, ist der Seitenblick. Ansonsten bin ich mit der Beweglichkeit von dieser Katze hier maximal zufrieden. Sehr, sehr cool. Für den kombinierten Modus fehlt uns jetzt nur noch das Hühnchen. Und auch das Hühnchen ist relativ einfach zu machen. Ihr löst als erstes hier die Flügel seitlich hier aus der Arretierung, bringt sie auf diesem Gelenk bis ganz nach oben und legt die Flügel dann auf diesem Gelenk glatt hier auf, sodass sie ungefähr hier eine Linie bilden. Bringt die blauen Flügel hier nach außen, bis sie einrasten und klappt den langen Teil des Flügels hier nach außen. Zieht die Beine hier aus der Verankerung und klappt den Fuß auf diesem kleinen Ratschengelenk nach außen. Genauso wie die Zehen und das natürlich auf beiden Seiten. Zieht die Triebwerke ein Stück nach hinten, klappt sie an die Seite und schwingt jetzt diese ganze Flügelapparatur hier einmal nach unten und schließt die Klappe wieder. Den Schwanz richtet er hier auf diesem Mehrfachgelenk so aus, dass die Klappe hinten zu bleibt, er aber so ungefähr in diese Richtung zeigt. Packt das Cockpit, zieht es einmal der Länge nach bis ganz nach vorne raus, öffnet jetzt hier noch das Maul und dann seid ihr damit irgendwie fertig. Und mit diesem Modus habe ich für sich genommen so meine kleinen Problemchen. Das erste habt ihr eben schon gesehen. Er kippt nämlich sehr gerne mal nach vorne um. Er steht hier nur auf diesen kleinen dünnen Beinchen. Die Gelenke sind soweit eigentlich okay, aber er ist nicht gut ausbalanciert. Jetzt gerade geht es, weil der Kopf halt so nach oben zeigt, nämlich wo ich das nach vorne mache, wird das sehr schnell, kippt er dann doch mal nach vorne um. Also er steht nicht so super stabil. Man kriegt das aber mit ein bisschen Arbeit, kriegt man das alles irgendwie hin. Ansonsten ist der Modus halt, er sieht halt einfach für mich vom Kopf her unfertig aus. Hauptsächlich, weil das hier so extrem lang überhängt und der Schwanz an so einer anatomisch seltsamen Stelle irgendwie rauskommt. Also das funktioniert für mich nicht so wirklich. Ihr habt ein paar Artikulationspunkte auf den Hals und so weiter, gehe ich jetzt noch nicht ein, weil das haben wir gleich im kombinierten Modus auch noch. Das Einzige, was ihr da nicht mehr habt, sind hier diese separaten Beine. Die gehen entsprechend hier voll nach außen, Ratsche. Hier ist eine Ratsche drin, hier ist eine Ratsche drin, am Fuß ist eine Ratsche drin, wenn auch eine recht sanfte. Und hier haben wir einfach nur mit Reibung die beiden Fußgelenke. Und den Fuß könnt ihr sogar auch noch ausstellen. Also Beweglichkeit auch in diesem Modus ist absolut famos. Das größte Problem sind hier wirklich zum einen ist die Balance und zum anderen gibt es, ähnlich wie bei der Katze auch schon, das habe ich da gar nicht erwähnt, aber hier so ein paar, gerade hier diese T-Ports hier, da ich provoziere jetzt mal das bewusst, damit ihr seht, was ich meine. Das passiert sehr häufig unabsichtlich. Sowohl hier bei den Flügeln als auch bei einigen Beinen der Katze, da ist definitiv das Material vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl gewesen. Alles in allem ist das aber, denk mal, das, was es sein soll. Und das, was es sein soll, hat mich in der Vorlage auch schon nicht begeistert. Bleibt noch der kombinierte Modus. Dafür baut er die Beine im Prinzip komplett zurück in den Ursprungszustand. Dafür sollten die gerade ausgerichtet sein, der Fuß hier glatt drauf liegen und auch wirklich ganz nah am Körper, damit die hier sauber reinpassen. Auch bei der Katze gibt es nichts viel zu tun, außer diese Klappe zu öffnen, den Katzenkopf hier entsprechend wieder glatt drauf zu legen und dann das ganze Ding hier drin zu verstauen und die Klappe zu schließen. Kombiniert die beiden dann so, wie ihr auch schon das Ganze beim Shuttle kombiniert habt. In dieser Variante funktioniert das deutlich besser. Und dann ist euer kombinierter Modus, der kaum noch aufs Bild passt, fertig. Und dieses Bild entschädigt eigentlich für alle Unzulänglichkeiten der einzelnen Modi, wobei die Katze deutlich weniger davon hat als das Hühnchen. Dieser kombinierte Modus ist von Skylinks ist dermaßen ikonisch, dass der für mich 100%, aber 100% funktioniert. Voll gut, gefällt mir richtig gut. Und das Schöne ist, sämtliche Artikulationspunkte, die ich euch gezeigt habe, sind komplett erhalten geblieben. Das heißt, die ganze Beinbeweglichkeit der Katze ist noch da und die ganze Beweglichkeit des Hühnchens ist auch noch da, abseits der Beine. Und die habe ich euch noch nicht gezeigt. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle tun. Die ist nämlich teilweise auch richtig, richtig gut. Wir haben einmal die Flügel. Das ist übrigens die einzige Stelle, wo keine Ratsche verbaut ist, wo es aber vielleicht mal Not getan hätte. Die sind ein bisschen locker. Ist jetzt nicht super dramatisch, die meisten Posen halten sie, aber ja, das ist nicht so richtig toll. Auch hier diese blauen Teile des Flügels sind so ein bisschen locker. Was ich optisch doof finde, ist, dass man hier diese Schienenführung halt hat. Dadurch hat man ein riesen Loch im Flügel, ist jetzt vielleicht aerodynamisch oder was Flugscheineigenschaften angeht, jetzt vielleicht auch nicht so super clever. Ne? Ihr seht, das ist halt nicht so ganz toll. Es gibt so einen Punkt, ab wo es dann egal ist, ne? Also wenn man die steil genug stellt, dann funktioniert das. Aber ja, das hätte man sicherlich besser tolerieren müssen. Dann haben wir den Schwanz.
Der hat per se, auch das hier ist zum Beispiel, kurz mal das weg, hier dieses Ding ist auch so ein Gelenk, was gerne mal rauspoppt. Ihr seht, das passiert hier schon so halb, ne? Also auch das greift nicht so wunderbar toll. Bei C-Clips bin ich da eigentlich noch der Meinung, dass es mir das immer noch lieber ist, als wenn sie abbrechen würden. Aber naja, sollte halt auch nicht zu viel und zu häufig passieren. Ihr könnt den Schwanz, wie gesagt, hier an 1, 2, 3 Gelenken, ne, warte mal, 1, 2, das ist ja ein doppeltes Ding, eigentlich sogar 1, 2, 3, 4, 5 Gelenke sogar. Könnt ihr hier ihn einstellen, wie ihr wollt, könnt die Finne noch ein bisschen drehen. Ihr könnt den Schwanz leider nicht so nach außen schwenken, könnt das nur so ein bisschen simulieren hiermit. Das ist aber vollkommen okay. Und dann kommen wir zum Hals. Das ist für mich das Highlight. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er hier nicht arretiert. Oder ich habe den Punkt nicht gefunden, aber ich habe jetzt schon sehr kräftig gezogen. Das sitzt also immer locker auf der Schiene. Aber ihr habt wirklich tolle Gelenke. Ihr habt einmal hier erstmal den Blick links und rechts. Sogar mit einer Ratsche nach links. Nicht ganz so stark wie nach rechts, aber es ist da. Ihr habt hier eine Ratsche bis hier oben. Habt ein zweites Ratschengelenk, was hier entsprechend beweglich ist. Habt ein drittes Ratschengelenk hier oben in beide Richtungen. Und das vierte hier, das letzte, hat jetzt keine Ratsche mehr, nur noch nach links und nach rechts. Aber ihr seht, ihr habt wirklich tolle Reichweiten mit dem Hals. Könnt hier den Kopf entsprechend auch noch drehen. Und der Kopf selber sitzt dann auch nochmal, oh, kann man gar nicht mehr erkennen jetzt hier, auf einer Kugel, wodurch ihr ihn halt in sich drehen könnt, sehr weit nach unten gucken. Und dann haben wir natürlich als Highlight das Maul. Auch das hat, ähnlich wie die Katze, auch schon hier diese kleine Kanone, wo ihr so einen Blaseffekt dran stecken könnt. Das finde ich so ganz cool. Was sehr schade ist, ist leider, dass er nicht mehr als diese zwei Effekte hält. Zumindest diese Kombination habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Ja. Ne? Das ist sehr, sehr schade, weil ich finde, diese kleine Flamme, die jetzt hier rauskommt, ist mir für den kombinierten Modus eigentlich zu klein. Das sieht ein bisschen Pillepalle aus. Da hätte ich gern zumindest mal das Ding hier noch mit angebaut. So, das wäre optisch für mich, glaube ich, erträglich gewesen. Klar, ihr könnt das so ein bisschen umgehen, ne? Dann macht er das Maul halt zu, aber dann hält das Maul auch nicht wirklich. Nee, eigentlich sogar gar nicht. Also hier dieses Gelenk, das hängt ja, glaube ich, beide auf demselben Arm. Das hätte man gern noch ein bisschen fester anziehen müssen. Ansonsten finde ich diesen kombinierten Modus, ehrlich gesagt, super geil. Und da ist letztlich das ja dieses Bild, das ist, wofür ich diesen Skylynx mir zugelegt habe, kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich mit der Figur unzufrieden wäre. Fazit: Die Schwachpunkte vom Earthrise Skylynx sind relativ überschaubar, teilweise sind sie aber recht markant. Zum einen haben wir da die Gelenke, beziehungsweise eigentlich das Material, denn die Gelenke, die mich stören, da ist keine wirkliche Hardware drin, sondern reibt einfach Plastik auf Plastik und die Reibung ist mir nicht zuverlässig genug. Zum Beispiel bei den Flügeln, wo nicht nur das Gewicht des Flügels nicht immer gehalten wird, zumindest in gewissen Winkeln nicht, sondern das Gelenk teilweise sich einfach auch aus der Verankerung löst. Gleiches gilt für die Beine. Das geht einem so ein bisschen auf die Nerven. Und auch hinten der C-Clip am Schwanz springt öfter mal raus. Das ist alles nicht so richtig toll. Davon abgesehen hat er fast alles richtig gemacht, was man bei Skylynx richtig machen kann. Denn was mich stört, sind hauptsächlich dann so Designentscheidungen. Ich finde zum Beispiel, dass der fliegende Teil von Skylynx einzeln, also dieses Hühnchen auf den dünnen Beinen, das funktioniert für mich optisch leider überhaupt nicht. Ist aber auch im Original schon so. Die Katze, das sieht ganz cool aus, ist ein bisschen blockig, macht aber viel durch die Beweglichkeit wieder weg, die übrigens durch die Bank weg bei der Figur großartig ist. Man muss hier natürlich andere Maßstäbe anlegen als bei einem normalen humanoiden Roboter. Aber ich habe fast jede Pose, die ich aus diesem Skylynx rauskriegen wollte, habe ich auch hinbekommen. Und von daher gibt's da eigentlich keine Abstriche zu machen. Der Shuttle-Modus sieht großartig aus, so ein paar kleine Details wie der Name des Shuttles, das NASA-Logo und die ganzen Liniendetails, alles richtig, richtig toll. Die Basis als Abschussrampe ist eine tolle Verwendung quasi des unteren Teils, wenn man nicht diese Transportkiste haben möchte. Auch das ist ziemlich clever ausgedacht. Und der kombinierte Modus ist einfach nur glorios. Also alles in allem bin ich mit dem Skylynx hier recht zufrieden. Diese kleine Farbmarke da an der Seite lässt mich ein bisschen zweifeln am QC von Hasbro mal wieder, weil es halt jetzt schon die zweite Earthrise-Figur ist, wo ich das hatte. Da mein Händler das für mich zuverlässig wieder lösen wird, ist es für mich vollkommen okay. Aber es ist trotzdem etwas, was ich ein bisschen mit Sorge ansehe. Alles in allem denke ich, cooler Skylynx, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den Combiner Wars nie in der Hand gehabt, von daher kann ich das gedanklich nicht vergleichen. Aber ich denke, gemessen auch an der Größe, die man hier bekommt, kann man von einem offiziellen Skylynx so gar nicht arg viel mehr erwarten. Und der Preis, finde ich, ist für die Größe und für das, was man geboten bekommt, absolut fair.